Und so macht ihr mega geile Makroaufnahmen für weniger als 30 Euro mit jedem Objektiv. Und das sieht absolut hammer aus. Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Es geht mal wieder um was richtig Geiles und zwar geht es um das hier. Das sind Makro-Tubes. Richtig, richtig geil. Wirklich absolut der Hammer. Super günstig. Ich glaube, die kosten unter 30 Euro. Und damit könnt ihr mit jedem Objektiv, was ihr habt, egal welches, Makroaufnahmen machen. Und zwar nutzen diese Makro-Tubes eine ziemlich geniale Technik aus. Die werde ich euch gleich auch zeigen. Man kann nämlich Makroaufnahmen mit jedem Objektiv machen, auch ohne diese Tubes und auch ohne, dass quasi die Objektive Makroobjektive sind. Aber diese Technik ist extrem schwer und ist meistens sehr random, funktioniert nicht so gut. Aber mit diesen Makro-Tubes funktioniert das genial. Ich zeige euch, wie das aussieht. Aber erstmal, wie sehen diese Makro-Tubes aus? Let's go! So Leute, das ist mein Setup und das versuchen wir gleich mal in Makro zu catchen. Das erste Video, was ich jetzt mache, ist ohne die Makro-Tubes. Das heißt, ich habe hier einen 85mm drauf auf der Sony und damit machen wir eben ein Video und gucken mal, wie das aussieht. Und ich versuche so nah wie möglich ranzugehen. Ich nehme jetzt mit der Cam hier einfach mal Handheld auf, ganz easy. Autofokus ist an und hier funktioniert der Autofokus schon mal nicht. Das bedeutet, ich bin zu nah dran. Gehe ein Stück weiter weg. Ja, na komm. Da. Jetzt hat er es. Und näher komme ich nicht. Das ist das Maximum, was funktioniert. Ich kann nicht näher, sonst ist es quasi unfokussiert. Und das ist jetzt, ich würde sagen, ein guter halber Meter von der Uhr entfernt. Das steht hier auch drauf. Da. Ihr seht es hier, hier steht 0,8 Meter. Bedeutet, 0,8 Meter müsst ihr weit entfernt sein, damit ihr das Objekt fokussieren könnt. Das ist quasi die Mindestentfernung zu einem Objekt. Ich zeige euch erstmal die Technik, wie das funktioniert, dass man aus diesem Objektiv trotzdem ein Makroobjektiv macht. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr müsst dafür das Objektiv tatsächlich einfach aufschrauben und abnehmen. Also ich habe es jetzt hier offen. Ihr könnt jetzt keine Einstellung mehr vornehmen. Aber jetzt, je nachdem wie weit weg ihr seid, da, jetzt habe ich es. Seht ihr das? Es sieht verrückt aus, Leute. Also das sind wirklich crazy creative Shots. Da seht ihr jetzt die Uhr. Ist auch nicht so richtig fokussiert und so, ne? Also hatte so ein bisschen was von Interstellar irgendwie. Das mache ich jetzt dadurch, dass ich einfach das Objektiv hier vor die Kamera halte tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das von da hinten seht. Aber ihr seht bestimmt die Distanz zwischen dem Objektiv und der Kamera. So, jetzt habe ich es. Da ist es. Seht ihr das? Holzkern. So. Und hier ist einfach nur wichtig, die Distanz von der Kamera zum Objektiv. Und dann die Distanz zwischen Kamera und Objektiv, das ist die Aufnahme dann, die dabei rauskommen kann. Aber, wie ihr seht, unglaublich schwer. Wir wollen jetzt das Makro dran packen. Das heißt, jetzt schnappen wir uns hier das 10mm Makro. Zack, Makro ist dran und dann kommt das Objektiv an das Makro dran. Kamera, Makro-Tube, Objektiv. So, jetzt schauen wir mal, wie nah wir jetzt rankommen. Jetzt funktioniert auch der Autofokus. So, das funktioniert schon mal. Wir sind schon mal ein Stück näher ran. Wir gehen noch näher ran. Funktioniert immer noch. Ich gehe noch ein Stück näher ran. Funktioniert auch noch. Ich gehe noch ein Stück näher ran. Funktioniert auch noch. Okay, krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass das doch so gut funktioniert. Wir gehen noch ein Stück näher ran. Und hier geht nichts mehr, ja. Also bis hier circa, was ja schon deutlich näher dran ist als vorhin. Also schon echt geil. Jetzt wechseln wir aber zum 16mm Makro und gucken, was da so geht. Und wie gesagt, das Geile ist wirklich, Autofokus läuft immer noch. Und das ist echt der absolute Hammer. Feier ich mega heftig. Zack. So, 16mm Makro-Tube ist dran. So, wir sind jetzt deutlich näher. Und das sieht doch mal absolut geil aus, oder? Und wie gesagt, das 85er braucht mit mindestens 0,8 Meter, also 80 cm Entfernung, um Fokus zu hitten. Und ich weiß nicht, jetzt bin ich, 30 cm davon entfernt nur noch oder so. Und das sieht absolut hammer aus. Jetzt übertreiben wir natürlich ein bisschen und tun jetzt mal das 10mm nochmal dran. So, wir haben jetzt beide Makro-Tubes dran. 10mm, 16mm und das Objektiv. Richtig nice. Und so macht ihr mega geile Makroaufnahmen für weniger als 30 Euro mit jedem Objektiv.
Ja Leute, also Makro-Tubes, mega geil. Ich bin auch nur drauf gekommen, das Video zu machen, weil ein Kollege gefragt hat, ob ich ein Makro-Objektiv habe. Und ich habe gesagt, nö, eigentlich nicht. Wieso auch? Brauche ich gar nicht. Und der so, hä? Aber du brauchst auch eins, wenn du Makro-Fotos machst. Du machst Makro-Fotos und so und Videos. Ich so, ich habe Makro-Tubes. Naja, jedenfalls, ich verlinke euch den Link zu den Makro-Tubes unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo natürlich auch. Und schreibt in die Kommentare, wenn was gefehlt hat oder so, dann versuche ich es nachzuholen. Ansonsten sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Ciao. Nice.